Servus Leute, willkommen zurück zu Alundra. Ich habe gerade eben versucht aufzunehmen, dann gab es ein Standbild. Super. Es ist nicht wirklich was passiert. Ich habe begrüßt, habe gesagt, letztes Mal haben wir uns weiter ein kleines Traum umgesehen, haben coole Eisschieberätsel gesehen und danach kam das Standbild. Geil, oder? Und guck mal, was ich herausgefunden habe. Wenn man R1 drückt, Lederrüstung. Wird da auch irgendwelche Infos gegeben? Modische Lederausstattung. Wasserstiefel. Zum Schwimmen geeignet. Ja, auf jeden Fall das, wenn man R1 drückt. Ich muss ja immer noch dieses Rätsel lösen. Könnte wahrscheinlich wieder einen ganzen Part einnehmen. Viertel zwei Uhr morgens zum Rätsel ist nicht so geil. Ich bin eh schon ein bisschen müde. Wenn ich hier speichern könnte, hätte ich schon getan und hätte jetzt nichts mehr aufgenommen, aber das kann ich nicht. Wo landet das Ding, wenn ich schiebe? Es landet da. Ja, angenommen, ich schiebe das da hoch und das da hoch. Habe ich schon mal Munition, dass ich überschießen kann, aber ich bräuchte hier eine Blockade. Hier, genau hier. Moment, wenn ich den und den umschiebe, dann steht der da und der da. Das heißt, da bräuchte nur mal einen Eisblock hier. Boah. Schon mal die richtige Ebene, aber ja, leider gar nichts. Genau diese Konstruktion bräuchte ich jetzt hier stehend. Ich habe jetzt keinen Plan, ich probiere einfach nur ein bisschen. Nummer 1 steht da. Das darüber steht da. Nein, das wollte ich nicht. Ach egal, ist eh eine Munition. Wahrscheinlich. Es sei denn, ich mache jetzt irgendeinen Blödsinn. Das ist da. Oh Mann. Da.
Okay. Ich hab's fast, ich merk's. Auch nur fast. Das müsste ein Stück weiter vorne sein. Und der obere zuerst, dann der untere, dann ist das ein Viereck. Umgekehrt wären die beide da. Also ich fühle, dass das hier richtig sein muss. Der linke obere und die beiden rechten muss ich jetzt irgendwie schieben. Gemeinsam mit den beiden. Ich glaube, das sind die Steine, mit denen ich arbeiten muss, um irgendwas zusammenzusetzen. Die Frage ist nur, was? Sei denn für den unteren noch. Vielleicht, wenn ich den unteren linken als Munition verwenden würde, ist ja auch möglich. Oben schiebe, den links dann, aber den kriege ich dann nicht mehr raus. Ne, dumme Idee, dumme Idee. Also ich weiß nicht, Leute, habt ihr noch Spaß beim Video? Ich denke nur nach und ich mache nichts. Ich glaube, das ist nicht sonderlich spannend, mir zuzusehen. Die rechte da, wenn ich den nach oben schieben würde, wäre der da. Ich glaube, es wäre blöd, wenn ich beide nach oben schieben würde. Die Frage ist nur, wen schiebe ich jetzt zuerst? Ah, mein Hirn, das qualmt. Mein Hirn schmilzt schon und würde aus meinen Ohren rauslaufen, wenn ich nämlich ein Headset tragen würde. Machen wir einfach mal. Mehr als resetten kann ich hier nicht. So, haben wir die zwei da. Ich den nach rüber schieben, wäre er in der Sackgasse. Rechts dahin.
Oh, danke. Oh, hat das gedauert. Ich glaube, das kriege ich kein zweites Mal so hin. Ein Schlüssel, danke. Es hat sich ausgezahlt. Ups. Ich weiß nicht, hat euch das jetzt gefallen? 11 Minuten für eigentlich gar nichts. Doch schon für was, aber ich stand die ganze Zeit nur blöd rum und habe nachgedacht. Oh, wow, was für ein Rätsel. Da generell was für Rätsel in diesem Traum, der hat sich echt in sich. Wer träumt denn von sowas, bitte? Na gut, ich will nichts sagen. Ist das jetzt für die Tür oder für die nächste? Ich glaube für die nächste. Renn! Ich glaube für die der ist es. Nee, die sind zu, generell. Das heißt hierfür. Ja. Das ist verschlossen. So ein zweites Tor. Ja, hoffentlich ist die Tür links jetzt offen. Nein. Verdammt. Was jetzt? Okay, ein Tor ist offen. Truhe ist erledigt. Alles klar. Würde ich nur hochkommen, das bringt mir aber nichts. Das habe ich erledigt, weil dadurch geht die Tür auf. Ist das echt verdächtig? Geht leider gar nichts. Stufe 1 Erzauberkraft. Es regnet riesige Steinblöcke. Diese Stufe 1 kann ich die Dinger leveln, indem ich sie einsetze. Wasserschild und Auffüllen der Lebenskraft. Okay. Hier war ich auch schon. Ich brauche noch einen Schlüssel. Wo kriege ich denn noch einen Schlüssel her? Was soll ich denn nur sehen? Wie war ich drin? Ja, das mit dem Felsen. Was sollen sie hier drin? Nehmen wir mal, ich könnte. Nehmen wir mal an, ich krieg den rüber, da ist der Knopf, den habe ich gedrückt. Ja, hau ab, Monster. Monster aus Versehen. Das ist eine uralte Serie, damals schon super aktuell. Tatsächlich gab es mal eine Serie, die Monster Max hieß. Jetzt zwar mit dem Gameboy-Spiel Monster Max nichts zu tun, aber. Das sind alles so uralte Schilder von damals. Uralte Zeichentrickserien. Ich habe das gehört und irgendwo ging eine Tür in der Ferne auf, aber wo? Ich habe keine Tür gesehen, die aufging. Vielleicht noch weiter hinten irgendwo. Muss ich einfach zurückgehen? Da gehen, zurückspringen. Aua. Kann sein, dass die Tür da aufging? Ich erinnere mich gerade nicht, ob die offen war oder nicht. Ich werde gleich mal reingucken, aber erstmal wird. Oh, hält. Aber erstmal wird gespeichert. Ich habe in diesem Traum jetzt einiges erreicht und ich weiß nicht, ob ich die Rätsel nochmal so schaffen könnte. Natürlich muss ich ja, weil es ein Let's Play und ich will es nicht abbrechen. Warum sollte ich? Das Spiel macht echt Laune. Es ist echt rundum geil. Rundum perfekt wie eine wohlgeformte Frauenbrust. Keine Ahnung. Ja.
und Fufu Klein. Und ich, Calvin Klein. Sehe ich mal in diese große Tür gehen, in der Hoffnung, dass das die Tür ist, die in der Ferne aufging. Und wenn nicht, habe ich ein Problem. Moment! Ah, doch, doch, die Tür ging auf. Habe ich jetzt gerade gesehen, weil da war doch zuvor dieses Licht. Okay, hier ist ein Staffelball, hier ist gar nichts. Ja. Jetzt muss ich mir einen Überblick verschaffen hier. Aha, rennen. Es sei denn, ich lock sie. Weil ich will jetzt nicht erstmal ins Ungewisse rennen. Okay, ich komme zur Not wieder hoch. Gut. Schon vorsichtig. Oh, nee, 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 nee. Dicker. Kleiner. Ach nee, ich habe es gerade falsch gesehen. Was ist da unten? Warum kommt. So, es ist noch eine weitere Ebene, oder wie? Gut. Oh, jetzt werden sie schneller. Ja, kein Problem für Alundra. Okay, alles easy. Alles klar. Schlüssel? Ja, es geht wahrscheinlich die zweite Tür auf. Okay, jetzt nochmal alles zurück. Nee, 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 hier, genau. Ich dachte jetzt gerade, die oberen Stachelbälle wären die, die hier auf dieser Ebene wären. So, ausweichen, ja. Wo komme ich hier gut voran? Das ist wahrscheinlich, weil ich dauerhaft dranbleibe an dem Spiel und keine wirklichen Pausen mache. Doch, ich mache zwar schon ein paar Pausen, aber die sind einfach nur Pausen, die quasi 24 Stunden gehen. Oder nicht mal. Einfach nur so, ja, Aufnahmesession, dann am nächsten Tag wird gerendert und dann am nächsten Abend wieder aufgenommen. Und man sieht, das hat einen positiven Einfluss auf mich. Aber ganz im Ernst, wer will schon freiwillig aufhören mit Alundra, wenn man gerade so gut dabei ist? Selbst wenn ich nicht so gut dabei wäre, das Spiel macht einfach Laune. Es ist nun mal Fakt und diesen Fakt hat man zu berücksichtigen. Dann hopse ich ihn rundherum. Hallo! Oh! Ich finde diese Musik ja tatsächlich aber schöner als die andere unheimliche Albtraummusik. Mit dem Schrei, mit dem Frauenschrei. Die hat zwar auch was an sich, ganz klar, weil sie hat so einen Horror-Effekt. Und das sollte ja, weil es ja Albtraum. Aber die Musik hier ist irgendwie schön. Moment. Ja, lang, genau. Auf der anderen Seite war ja das krasse Rätsel, wie man hier sieht. Ich glaube, ich kommentiere dieses Spiel auch relativ ruhig. Mit ruhiger Stimme, nicht irgendwie aufgekratzt oder so. Ich kann bei dem Spiel auch irgendwie nicht aufgekratzt sein, zumindest noch nicht. Was? Noch ein Tor? Bitte lass hier jetzt offen sein. Okay. Verdammt. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Das wird jetzt nicht sein, außer der komplette Anfang des Traums. Anfang des Traums. Vielleicht ist hier ja wieder irgendwas passiert. Was habe ich übersehen? Was fehlt mir? Sich wahrscheinlich jetzt nichts getan. Warum sollte ja auch eine Truhe aufgegangen sein auf einmal? Aua. Aua. Es ist halt da hinten jetzt irgendwo noch eine Tür aufgegangen, die ich zuvor nicht bemerkt habe.
nicht sein. Komm her. So, dann werde ich aber hier speichern und den Part beenden. Ja, ich weiß so. Es ist ja eine Part-Produktion, weil ich die Parts hier nicht sonderlich lang mache, aber die Parts müssen auch nicht so lang sein. Gut, dann würde ich sagen, das war Alundra. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.